Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um die Kapnographie bzw. Kapnometrie beim Corpuls 3. Verena, da gibt es zwei Verfahren. Einmal das Hauptstrumpfverfahren, einmal das Nebenstrumpfverfahren. Magst du uns kurz dazu was erklären? Ja, klar. Prinzipiell messen wir mittels der Kapno ja den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Ausatemluft vom Patienten. Beim Corpuls 3 benutzen wir dafür das Hauptstromverfahren. Das heißt, wir messen diesen Gehalt direkt an der Messküvette. Im Gegensatz dazu, beim Nebenstromverfahren wird erst Luft abgesaugt, die dann im Gerät analysiert wird. Die gemessenen Werte können einmal numerisch und als Kurve dargestellt werden. Im jeweiligen Kontextmenü kann die Einheit zwischen mmHg und kPa verändert werden. Im Kurvenkontextmenü kann zudem der Anzeigebereich verändert werden. Nachdem wir das Ganze jetzt schon theoretisch beleuchtet haben, wollen wir das natürlich auch in der Praxis angucken. Die Kapno findet ihr rechts außen in der Tasche beim Blutdruck. Ihr habt hier vorne einmal die Messsensoren und hier in den beiden kleineren Taschen das Zubehör. Da haben wir jetzt verschiedene Messküvetten dabei und das Klebeband. Wir haben unsere Messküvetten jetzt schon mal ausgepackt und haben jetzt zwei für einen spontan atmenden Patienten und eine für einen intubierten Patienten. Eine vollständige Auflistung mit allen verfügbaren Messküvetten und weiteren Details findet ihr natürlich wie immer in der Gebrauchsanweisung. Wir nehmen uns jetzt hier eine für einen spontan atmenden Patienten und bereiten die mal vor. Wichtig ist, dass die Pfeile auf den Sensoren auch nach vorne zeigen und dass das Dreieck auf dem Sensor auch in diese dreieckige Aussparung an der Küvette passt. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenbringen, hört ihr auch, wie das einrastet. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. Damit wird das jetzt für die Messung vorbereitet. Ben, darf ich bei dir einmal zeigen, wie man das Ganze jetzt bei einem Patienten anbringen würde? Ja, sehr gern. Sehr gut. Ben, nicht erschrecken. Hier kommen zwei so kleine Plastikschläuche über die Nase. Mhm. Und jetzt die Kabel einmal hinter die Ohren. Riech das einmal noch mittig aus. Fixiere das Ganze jetzt hier unten einmal mit dem Fixierring. Ist das zu fest oder geht das so? Das passt wunderbar. Sehr gut. Dann kleben wir das Ganze jetzt noch einmal fest. Ich habe da schon Klebestreifen vorbereitet. Und zwar einmal über den Adapter an deine Nase. Und jetzt noch links und rechts an den Wangen. Über die Kabel drüber. Dann sitzt das Ganze nämlich fest und verrutscht nicht. Perfekt. Beim intubiert beatmeten Patienten verwendet ihr den Tubusadapter. Vorbereitet wird der wieder nasale Adapter. Auch hier Dreieck auf Dreieck. Danach wird er in den Atemweg eingebracht. Verena, bitte einmal übernehmen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, an welcher Position ihr die CO2-Messung einbringt. Ganz wichtig bei der CO2-Messung ist es, dass im laufenden Betrieb ausschließlich die Küvette gewechselt werden darf. Wenn wir fertig sind, räumen wir natürlich auch alles wieder entsprechend auf. Hierfür trennen wir die Sensoren von der Küvette. Die kann dann noch weg. Das Kabel wickeln wir dann auf. Es kommt in die entsprechende Tasche und die beiden Sensoren bringen wir hier vorne in der Halterung ein. Wichtig ist, dass sich dabei die beiden Pfeile gegenüberstehen und wir ein leichtes Klicken hören. Dann sind wir fertig. Wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch hinterlassen, abonniert unseren Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Servus.